Glaubst du, dass TikTok der Gesellschaft schadet? Vor 100 Jahren ist es noch das Kino, das als große Gefahr für die Gesellschaft gilt. Viele fordern damals Filmverbote und protestieren teilweise sogar dafür. Sie behaupten, dass das Kino eine Schule des Verbrechens ist. Dass also Jugendliche im Kino alles über Stehlen und Rauben lernen und dann selbst damit anfangen. Das geht so weit, dass vor Gericht kriminelle Jugendliche sogar das Kino für ihre Straftaten verantwortlich machen. Und ihr glaubt es kaum, sie kommen damit durch.